Mann, die Menschen, ich schwöre, jetzt könnte ich wirklich heulen, wenn ich sowas sehe. Ich kann heulen, wenn ich sowas sehe, weil ich merke einfach, nicht ich merke, ich weiß es ja schon, diese Welt ist einfach so unfair. Keiner hat es verdient zu leiden, keiner hat es verdient. Zurück zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr gelesen habt, reagiere ich heute auf ein Video von einem Sänger, Asimemo. Bist du wach? Das ist ein Benefiz-Song für Hanau. Und zwar hat eine Freundin von mir mich darauf aufmerksam gemacht und hat einfach gesagt, ey, guck mal, Victoria, reagier doch auf diesen Song. Und ich habe den Song auch noch gar nicht mal angehört. Ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht und dachte, ich reagiere jetzt einfach mal auf den Song. Sie meinte, es ist so voll der schöne Song und so. Und jetzt reagieren wir drauf. Also ich kenne den Song noch gar nicht. Null. Es ist so eine frische Reaktion. Frisch und erster Eindruck. Und ich denke natürlich, es wird ein wahrscheinlich trauriger Song sein, weil, ja, Benefiz-Song für Hanau. Wir alle wissen, was in Hanau passiert ist. Die sagen ja Geisteskranke, aber der war nicht geisteskrank, aber einfach ein Rassist, okay? Es war einfach ein Nazi, Rassist, wie auch immer, der diese Menschen da umgebracht hat und nicht einfach nur geistig krank, okay? Das dazu, weil ich hasse es, wie die Medien immer versuchen, Dinge so komisch darzustellen. Wenn ein muslimischer Mensch etwas tut, dann ist es der Terror und der Islam. Aber tut dann so einer etwas, heißt es, er war geistig krank, aber kein Rassist, leid. Naja, egal, anderes Thema. Bevor wir mit diesem Video anfangen, Leute, wenn euch solche Reaktionsvideos gefallen, dann gebt dem Video einen Daumen nach unten. Vergesst nicht, um meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und wenn ihr auch mal Vorschläge habt, auf was ich reagieren soll, dann kommentiert das gerne auch unten. Und dann schaue ich mir das an und so. Und ja, kann dann darauf reagieren. So, genau. Ihr seht jetzt das Ganze natürlich dort. Ich schaue hier auf meinem Laptop. Hey. Ja, Einigkeit, Rechte, Freiheit, alles was wir wollten hier in diesem Land, in Frieden mit einem... Wow, 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 das fängt ja schon richtig heftig an. Er fängt ja an mit der, wie heißt das denn? Freiheit, was weiß ich was, wie heißt das denn? Damit fängt er an, ist schon wow. Und dann das erste Bild, ich gehe mal ein bisschen zurück hier. Da, ihr seht das, diese ekeligen Nazi. Und danach gehen sie raus und essen ein bisschen Döner oder so. Und gehen zum Italiener. Wenn diese Menschen wüssten, die haben mal, ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt, ich weiß nicht, ob das Edeka war oder Rewe oder ich weiß gar nicht, die haben mal so gezeigt, wenn die Dinge aus dem Ausland, weil man hasst ja so sehr, diese Menschen hier hassen ja so sehr die Ausländer und sowas, wenn Deutschland keine Importe haben würde aus dem Ausland, wie viel es hier nicht gäbe, wie viel es hier nicht gäbe. Allein an Essen, an technischen Sachen und was weiß ich was alles. Deswegen so eine Menschen, ich will mich noch nicht mal über die aufregen, weil ich finde so eine Menschen, die haben gar keine Bildung. Die haben gar kein logisches Denken, so, wo man sieht, so, guck mal, ich kann doch nicht gegen Leute sein, ich profitiere die ganze Zeit davon und dann bin ich gegen die. Ich bin dumm eigentlich, so in dem Sinne, aber sehen die dann wahrscheinlich nicht, aber ja. Spielen wir mal weiter. Also nochmal. Rechte, Freiheit, alles was wir wollten hier in diesem Land. In Frieden miteinander leben, auf die Hände gehen, Blumen anstatt Waffen. Menschen bezahlen mit dem Leben aufgrund ihrer Herkunft. Ich AfD im Bundestag sitzt, ist eine Schande. Kein Platz für Rassismus, ich schalte. Ja, dass die AfD im Bundestag sitzt, ist wirklich eine Schande. Eine Partei, die so offen zeigt, wie rassistisch sie ist, dass man sowas überhaupt erlaubt, verstehe ich nicht. Das ist keine Kleinigkeit, immer noch zu viel Fremdenfeindlichkeit in dem Land hier. Wieder Unschuldige, die ihr Leben ließen, sagt mir, wie konnte das... Ja, das ist so heftig, wieder so viele Unschuldige, die ihr Leben ließen. Hanau war das eine, aber es gab noch so viele andere. Oh, es ist so heftig, es ist so heftig, es ist so heftig. Wenn man eigentlich so überlegt, wie er gesagt hat, wir sind im Jahre 2020. Man würde denken, bei diesen ganzen Errungenschaften, was Menschen geschafft haben und was weiß ich was alles, müsste es doch sowas eigentlich gar nicht mehr geben. Es ist doch so, ich weiß nicht, heftig einfach. Sender auf mein Wasseragenda hetzen, dass nicht nur die AfD, sie wiederholen es wie ein Mantra, sodass sie die Lüge als Wahrheit sehen. Wir alle. Er hat gerade irgendwas gesagt von wegen, sie wiederholen es immer wieder, bis man's glaubt. Und es ist so, die Medien, nicht nur die Medien natürlich und dadurch auch die an der Macht sind und teilweise, ich rede jetzt nicht unbedingt jetzt von Deutschland, aber die wiederholen und wiederholen und reden immer wieder irgendetwas, bis die Masse ist sowieso... Ist so, die Masse ist dumm. Die Masse will nicht recherchieren, will nicht hinterfragen oder sonst irgendwas, sondern die sind dann so, man gibt dem was vor und wenn man es sowieso wiederholt, dann wird es erst recht geglaubt. Und es ist so heftig, wie die Medien die Menschen so
hart beeinflussen. Und palabern hier, palabern da. Also es ist schon, also man muss wirklich wach bleiben. So wie der Song heißt, bist du wach? Bist du da? Kommst du klar? Merkst du was? Bisschen Fernsehen im Licht, ja sie lieben geschickt. Fragt ihr euch nicht, wer hat diesen Typen geschickt? Die ist die Schlimmste, diese Olle da, die ihr seht. Was ich da von der schon gelesen habe und sonst irgendwas. Die hier. Die ist doch von, die ist doch AfD. Ich hoffe, ich verwechsel die nicht. Das ist die AfD. AfD ist doch gegen Schwule und sonst irgendwas und sowas alles. Die ist eine Lesbe, ne? Die sind doch gegen Ausländer und sonst irgendwas. Ihre Frau ist aus Indien oder sowas. Also ist auf jeden Fall keine Deutsche. Richtige Heuchler. Die sind die größten, größten Heuchler in sich rein. Und wie kann man so überhaupt so einer Partei folgen oder sonst irgendwas? Also ich finde das so heftig. Ich finde das so, die ist die eine der größten Heuchlerinnen ever. Die. Und die Leute sind trotzdem dumm. Und hier AfD und Ausländer raus. Alles verharmlos, das sind die Medien, TV Diablo. So viele Opfer verlieren kein Wort über Rassistenpack. Oh, da muss ich ganz kurz zurück. Ich habe mir das angeguckt. Ich schwöre, Leute, Gänsehaut des Todes. Ich habe mir das angeguckt, dieses Interview von dem einen, der da überlebt hat. Er hat auch nur überlebt, weil irgendwie lag er unter den anderen. Die anderen lagen irgendwie auf dem drauf und so. Und, oh, es war, ey, oh mein Gott, sowas mitzuerleben, ich könnte, glaube ich, nie wieder schlafen. Also dann war es da. Es ist so heftig. Ein Pack, ja. Ihr Schicksal wurde besiegelt in der Shisha-Bar. Ja. Denn für Nazis mal so langsam die stark korrumpierten, die haben nur zugesichert. Dachten, wir könnten nichts unternehmen. Tolerierten so mit ihrer Ideologie, nie wieder Nationalismus. Ah, ist ja diese Rola. Oh mein Gott, sie ist so hübsch. Sie ist so hübsch. Ich fand sie schon immer richtig hübsch. Und ihre Stimme. Ihre Stimme, wow. Ich schwöre, wenn ich sowas sehe, ich könnte heulen und bin gleichzeitig so sauer. Am liebsten würde ich meinen Laptop wegschmeißen. Habt ihr ja gerade die Szene gesehen, wo der eine Schwarze da auf den Boden gedrückt wurde. Ihr wisst, ich mache immer so eine Videos über diese ganze Rassismus und so. Und klar, wenn ich hier rede und sitze und mache und ne, ihr wisst aber nicht, wie wütend und gleichzeitig traurig, wenn man das alles schon mal selbst auch erlebt hat. Nicht nur, man muss es nicht nur sehen. Klar, wenn man es sieht, wird man auch sauer und so. Aber wenn du das selbst schon so erlebt hast, diese Mischung aus Wut und Trauer macht einfach Sing. Ich sag nicht mal mehr viel. Warum stört dich die Farbe meiner Haut, die ich trage? Das hätte Gott mich nicht gemacht. Ist auch so. Ganz ehrlich. Wer hat das Recht zu sagen, was richtig ist oder was? Also wer auf der Welt sein darf, welche Hautfarbe die bessere ist, welche Hautfarbe richtig ist oder falsch ist oder was weiß ich, was auch immer. Wer hat das Recht? Sag mal. Wer hat das Recht? Und ganz ehrlich, die Leute, die so meistens sind, wenn du wirklich gottesfürchtig bist und an Gott glaubst, würdest du keine Unterschiede machen. Warum? Weil du siehst, Gott hat alle gemacht. Gott hat alles hier gemacht. Das heißt, du hast noch nicht mal das Recht. Du kleiner Mensch kannst nicht aufstehen und meinen, nein, das oder nein, jenes. Deswegen sind sowieso meistens so eklige. Ihr habt nicht mal, ach nee. Ganz ehrlich, auf so einem Niveau muss man nicht mal runterlassen, mit solchen Leuten irgendwie überhaupt zu reden. Ich habe auch gemerkt, bei meinem letzten Video, ich habe Kommentare, da ist auch so ein Kommentar von so einem Typen oder einer Person, keine Ahnung. Bei manchen Leuten, du kannst nicht. Was ich gelernt habe in dieser ganzen Sache, was mit so Rassismus und so zu tun hat. Es gibt Leute, du kannst, da wirst du, egal, es ist so, die sind wie so eine Wand. Die sind wie eine Wand, da ist nichts. Und egal, was für Argumente du bringst, egal, was du sagst, es wird nicht ankommen. Es kann und wird nicht ankommen. Und deswegen, ich verschwende nicht mal mehr meine Zeit, immer mit Leuten zu diskutieren, sondern ich block und lösche dich und dann bist du eh weg. So, who cares überhaupt über dein Geschwafel, was du da redest? Wo der kleine schwarze Junge, der weiße Junge, die Kinder sind sowieso die Beste. Ich liebe Kinder über alles. Kinder machen nicht die Unterschiede. Es kommt auf die, natürlich dann die Erziehung und so und dann, desto größer sie werden und wenn sie dann, meistens sowieso die Leute, die so Ausländer hassen, dies und das und jenes, die geben denen ja die Schuld daran, dass sie nichts im Leben geschafft haben, dass sie keinen Job haben, sonst irgendwas. Du hast das alles nicht wegen dir selber. Wegen dir selber, okay? Sind immer eifersüchtig, der hat das. Ja, der hat das alles, weil er sich das erarbeitet hat, okay? Und Schwarze oder Ausländer müssen das Ganze nochmal doppelt so viel machen wie du so als Deutscher.
sagen wir mal. Oder wenn man jetzt in Amerika als weißer Amerikaner oder sonst irgendwas. Ist so. Ist einfach so. Also, auf jeden Fall ist das jetzt voll süß mit den zwei Kindern. Und komm in Einklang. Alle Menschen sind gleich, es ist dann längst an der Zeit. Sondern zwischen unten und oben. Die einen gehen Yachten shoppen, die anderen gehen unter am Roten. Wettkampf, der bestimmende Faktor in diesem System. Ja, das, was er gerade gesagt hat. Das, was er eben gesagt hat, mit dem die einen gehen Yachten kaufen, die anderen gehen unter. Das ist so unfair, diese Welt ist so unfair, diese Unterschiede und ich weiß nicht. Wisst ihr, ich will jetzt auch nicht sagen, man soll sich nicht was gönnen und so. Ich gönne mir auch dies und das, was ich immer... Es gibt Dinge, wo ich sage, das ist moralisch nicht vertretbar, wenn du weißt, wenn dir bewusst ist, wie viele Menschen auf dieser Welt leiden. Dass du zum Beispiel losgehst, ich habe da mal auch mal so eine Sendung gesehen, so eine richtig reiche Olle, die geht los und kauft ihrem Hund Kaviar. Entschuldige mal, ist ein Hund. Und das ist so moralisch, das ist jetzt ein Beispiel. Das ist für mich zum Beispiel moralisch nicht vertretbar. Auf gar keinen Fall. Egal wann ich irgendwann richtig viel Geld habe oder sonst irgendwas. Es gibt Dinge, das kannst du nicht tun bei dem mit einem Bewusstsein, dass Menschen verkrepeln, leiden, nicht zu essen haben, nicht mal was weiß ich was. Und ganz ehrlich, das gilt nicht nur für Afrika, es gilt für die ganze Welt. Wenn ihr wüsstet, wie viel Leid auf den anderen Kontinenten sind, nicht nur Afrika, dann es fängt doch schon eigentlich hier in Europa an, wo es doch alles gibt. Viele Leute sind auf der Straße, wie viele Leute hungern. Ganz ehrlich, wenn es die Tafel und sonst irgendwas nicht gäbe, eine Sache muss ich sagen, diese Rola kannte ich, aber alle anderen, die hier mitsingen, ich kenne die gar nicht. Ich sehe die gerade zum ersten Mal. Wer sind die denn alle? Hass im Bauch. Wir sind alle nur ein Teil von was Vergänglichem, was Endlichem. Die Welt, in der wir leben, ist vom Geld bestimmt. Der Schmerz, das Foto macht, ich rate noch, denn Gott ist so groß. Du magst mich nicht wegen der Farbe. Ja. Gott ist so groß und wir werden sehen, wir werden am Ende sehen, diese ganzen Leute, die denken, hier Krieg führen, da Krieg führen, den umbringen, das gehört mir, das ist mein Land und geht in euer Land zurück und das und jenes. Wir werden, ganz ehrlich, wir werden sehen. Wirklich, wir werden sehen, ob Gott nicht der Größte ist. Meine Haut, du hast mein Glauben. Ich sehe doch den Hass in deinen Augen, kaum zu glauben. Marsch, im Bundestag sitzt brauner Dreck und hält deinen Vortrag. Brandstifter, Anstifter, ekelhafte Wortwahl. Hölke Weigel, Gauner, du musst Acht geben. Denn es folgt dein Leben nach dem Ableben. Fuck, möge Gott eurer Seele gnädig sein. Kalt. Leute, eine Sache muss ich sagen, ich habe so Gänsehaut, von dem, was sie sagen und von den Bildern so. Man zeigt ja immer wieder auch Tana und so und ich bin sowieso voll emotional und reißt mich voll zusammen, nicht zu heulen, weil es einfach so heftig ist und einfach so traurig ist und es ist so wie ein... Es ist so, man fühlt sich so machtlos, man kann nichts machen und man fragt sich einfach, warum können die Leute nicht einfach normal sein? Warum? Wieso? Wieso kann man sich nicht zusammenreißen? Hier ist sieben Duisburg-Shake-Name drin. In meinem Herzen ist dein Name drin. Wahnsinn. Die meisten denken immer noch, dass wir für den Krieg und halt die Mündung Richtung dieser Schweine, die es verdient. Dicke geht zum Zweiten, Mäus, wir haben nie enttäuscht. Hier ist mit euch, dicke Hanau. 19. Februar 2020. Ich zünd deine Kerze an. Ihn kenn ich auch. Die schlechten Terror starben. Und die ich mitbekam aus der Reifen. Nee. Warum Medien spalten? Warum? Schau auf die Titelseiten. Keiner will, dass die Geschichte sich wiederholt. Doch das Risiko war noch nie so hoch. Es ist riesengroß. Ja, ne, alle labern hier, keiner will, dass sich wiederholt, bla bla bla. Aber man merkt so halt, dass Sachen, so eine Sachen immer noch passieren so. Und ich weiß nicht, wenn es weiter so geht mit allem und so, ob sich die Geschichte nicht wiederholt. Es kann so schnell gehen, so wie der Virus. So, ja, ein Beispiel, so wie der Virus kam. Leute, als dieses Jahr anfing und man hat gehört, China, man dachte, boah, voll weit weg und so. Und auch so am Anfang kam ja hier schon, man hat so ein bisschen gehört. Aber ich finde, dass das mit der, zum Beispiel in manchen Ländern oder auch schon hier in Deutschland gibt es ja auch irgendwo Ausgangssperren und da. Die Dinge haben sich so schnell, es ging real quick, verändert. Und ich finde auch bei sowas, deswegen muss man echt aufpassen, die Geschichte kann sich so schnell wiederholen. So schnell. Denn jeder Rassist ist ein Misanthrop. Uns trennt keine Religion. Uns trennt keine Hautfarbe. Mensch ist Mensch, um das zu zeigen. Tag für Tag ist deine Aufgabe. Wir hören, wenn sie uns nicht sehen. Hallo ist der Standort. Zehn Brüder am Tatort. Darin natürlich Atemnot. Wir sind Mensch auf dem Passport. Denn Tränen sind farbenlos. Ja, denn Tränen sind farbenlos. Und am Ende jedes Blut
ist rot, like, wir sind alle gleich, wir sind alle Menschen und ich dachte, meine Söhne, oh, ich liebe Kinder, ich höre, Kinder sind nicht so, Kinder, oh, ich liebe Kinder, Leute, ich liebe Kinder über alles, weil Kinder einfach so unschuldige, süße Geschöpfe sind, solange sie natürlich nicht eklig beeinflusst wurden von ihren ekligen Eltern. Kinder sind so unschuldig. Kinder machen keine Unterschiede. Sowas lernen sie erst später. Oh, Leute, traurig. Doch sie nimmt das als Symbol für getrennte Rassen. Versteh ich nicht. Nee. Wow. Oh Mann, die Menschen, ich schwöre, jetzt könnte ich wirklich heulen, wenn ich sowas sehe. Ich kann heulen, wenn ich sowas sehe, weil ich merke einfach. Nicht ich merke, ich weiß es ja schon. Diese Welt ist einfach so unfair. Keiner hat es verdient zu leiden. Keiner hat es verdient. All das, was man so hier sieht und so, hat niemand verdient. Kein einziger Mensch auf dieser Welt. Kein einziger. Deswegen, ich bin in sowas sehen. Man sollte mich nicht auf sowas reagieren lassen. So ein ernstes Thema und so, weil, boah. Huh, Leute, Leute, Leute. Im Rassismus, der Struggle endet niemals. Es geht in die falsche Richtung. Afrika und Kurdistan, sag das diesen Hunden da, tatenlos im Bundestag. Sie fragen, ob ich noch ist ein Haus, ein buntes Haus. Freiheit. Oh krass. So, also wie wir sehen können am Ende jetzt, sind hier nochmal die Bilder von den Opfern von Hanau. Ich finde das so heftig. Ich finde das so heftig, die... Es ist so heftig, du gehst raus und... Oder du gehst einfach Shisha-Bar oder was weiß ich in irgendeine Bar oder Dönerladen. Es könnte dein letzter Tag sein. Es könnte einfach dein letzter Tag sein. In so einer Welt leben wir. Deswegen bin ich auch, nicht weil ich das erwarte, dass ich jetzt irgendwie auch so sterben würde oder sowas, aber das zeigt mir halt auch einfach, wie dankbar man für alles sein muss. Für alles, für jede Kleinigkeit im Leben. Allein schon, es beginnt schon bei der größten Sache, und zwar der Gesundheit. Also es ist so heftig, es ist so heftig. Ah, hier stehen nochmal die ganzen Rapper, die da mit waren. Also mit Sinan, G, Kool Savas, Rola, Hannibal. So Leute, das war's dann eigentlich auch schon. Die Reaction ist auch ganz schön lang geworden, aber der, das war's dann auch schon, Leute. Oh, dieser Song ist einfach zu heftig. Ich glaube, ich kann ihn mir auf jeden Fall geben. Nochmal ohne die Bilder, weil wenn ich die Bilder sehe, ihr habt schon gesehen, ich heul los, ich bin einfach so emotional, und gerade wenn es um so ein Thema geht, erst recht, das, also ich wünschte, ich könnte eigentlich so ein Video eher auf den Text bezogen machen, weil ich muss sagen, Talent ist da, die Texte sind so krass, die Bedeutung, die Worte wiegen ja so heftig, und ich muss sagen, die Worte, die da gefallen sind, so wahr und so heftig. Ja, ich wünsche, ich könnte einfach eine Reaktion einfach nur auf den Text machen. Es ist so heftig, gibt ihn euch und immer wieder, weil es ist so viel, was auf einen raufkommt und man vielleicht überhört was oder sonst irgendwas. Ich finde, man sollte sich auf jeden Fall den Text auch nochmal durchlesen. Also ich werde ihn mir auf jeden Fall auch nochmal durchlesen und auf jeden Fall mir den Song auch immer und immer wieder geben, weil also der Beat und alles, es ist perfekt. Es ist einfach perfekt. Die Worte, jeder hat so seinen eigenen Flow, man kriegt das mit, aber es passt. Es ist so, wir haben ja gesehen, wie viele Leute dabei sind, aber also, und es ist ein Beat. Aber es klingt nicht so auseinander, es klingt zusammen, es ist eine Einheit, es ist Bombe geworden. Also mir gefällt dieser Song Bombe, auch wenn er so traurig ist und auch wenn der Dings dahinter, also das Motiv dahinter und alles traurig irgendwo ist, weil da halt einfach in Hanau diese Menschen gestorben sind, wegen einem Psychopathen, der einfach ein Rassist ist, und zwar einer der größten Rassisten ever. Er ist ein Rassist und er ist nicht einfach nur geisteskrank, er ist ein Rassist. Und alle, die irgendwas versuchen zu leugnen, nein, er ist ein Rassist. Okay? Deswegen hat er das getan, was er getan hat. Naja, auf jeden Fall, ich will mich gar nicht darüber so sehr aufregen, sondern ich gehe einfach mal auf den Song so ein. Also wie gesagt, ich finde es Bombe, dass da mehrere Leute zusammenkamen, dass jeder seinen Part gemacht hat, aber nicht aus dem Flow gekommen ist oder so, sondern man merkt, es ist einfach ein roter Faden da und es ist so einheitlich, es ist so harmonisch. Genau, das ist, glaube ich, das Wort. Die Harmonie ist nie verloren gegangen, auch wenn so viele da im Track sind und jeder seinen eigenen Rap-Flow oder sowas hat. Und ja, wie gesagt, ich finde, ja, ich müsste mich jetzt wiederholen. Also der Song ist wirklich sehr, sehr gut und ich hoffe, den Familien geht es gut.
man kann gar nicht in Worte fassen, man kann nichts sagen eigentlich, was deren Trauer, sagen wir mal so, wieder gut machen könnte, würde, glaube ich. Also ich glaube, wenn ich jemanden verlieren würde, es gäbe nichts auf dieser Welt, was das irgendwie gut machen könnte. Und ich bin auch in sowas immer ein bisschen vorsichtig, weil ich weiß nicht, was für Worte man da wählen kann, sagen kann. Aber ich wünsche den Familien Kraft und Frieden. Und ja, es ist richtig düstere Stimmung jetzt gerade hier. Und ich will schon gar nicht sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, sondern ihr wisst, was ihr machen könnt. Und streamt es auf jeden Fall, hört euch das an und gebt euch auf jeden Fall auch den Text so richtig, weil der Text ist so heftig. Der Text ist so heftig, Leute. Naja, das war's mit diesem Video, Leute. Wir sehen uns dann einfach in meinem nächsten Video. Kommentiert auch gerne unten, was ihr von der ganzen Sache haltet. Einfach eure Gedanken. Nicht nur jetzt unbedingt zu dem Song, sondern eure Gedanken in Bezug auf dieses ganze Thema, dieses leidige Thema Rassismus, Nazis, AfD. Kommentiert das gerne unten, würde mich auf jeden Fall voll interessieren. Und ja, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns dann einfach in meinem nächsten Video. Peace.